Herzlich willkommen, Markus Termin, astrologisches Stundenbuch. Wir haben den 31. Oktober 2023 und dieses hier ist das Chart für heute Mittag um 12:30, wenn Venus ein Trigon zu Uranus macht. Das Venus-Uranus-Trigon oder überhaupt die positiven Venus- und Uranus-Beziehungen, die hat der Herr Döberreiner Freiheitsvogel genannt und das ist das, worauf ich aufmerksam machen möchte heute. Wir sind nach dem Vollmond, nach der Verfinsterung des Mondes, die auch so dicke nicht war, aber immerhin, ich habe es mir angeschaut, da gab es schon was und Mond-Jupiter-Konjunktion sehr gut sichtbar, aber der Mond eben nicht so hell erstrahlend wie sonst. Also das ist der Aspekt, exakt heute Mittag um 13.30 Uhr, Freiheitsvogel genannt, wegen Uranus, der da mit drin ist und wegen der Venus-Uranus-Verbindung. Was ist denn so ein Freiheitsvogel? Ein Freiheitsvogel ist was, was daher geflogen kommt, wenn alles andere so ziemlich katastrophal aussieht und es ist ja leider der Fall. Wir können das beobachten und dieser Rollout des Wahnsinns, meines Erachtens von oben bis unten geplant. Nichts ist zufällig. Das ist überhaupt einer der Maximen, die man sich heute hinter die Ohren schreiben kann. Es gibt so gut wie keine ungesteuerten öffentlichen Ereignisse. Absolut gar nichts ist ungesteuert. Alles wird von Leuten gemacht, die im Hintergrund kontrollieren, einsacken, manipulieren und psychologische Operationen durchführen. Man tut gut daran, zunächst einmal von dem, was in der sogenannten Informationskybernetik los ist, eigentlich erst einmal gar nichts zu glauben. Und insofern kann so ein Freiheitsvogel im Jungfrauzeichen, im analytischen Zeichen, im praktischen Sinne für den ein oder anderen auch eine Befreiung Uranus Stier in der Realität sein. Eine andere mögliche Interpretation ist auch die Befreiung aus dem materiellen Wahnsinn in diesem Zusammenhang, also der Ausweg in die Weisheiten der östlichen Philosophien, so nach dem Motto, der Weise häuft keine Reichtümer an und so weiter. Es wird euch ja aufgefallen sein, dass der ganze sogenannte Widerstand unter Umständen in Bitcoin investiert ist und all diese anderen Sachen. Aber ich sage euch, das geht beides nicht. Die Teilnahme an diesen Fiat-Finanzmärkten, entweder direkt oder indirekt, und die Hoffnung, dass man sich da sein Schärflein irgendwie ins Trockene holen kann, ist schlicht und ergreifend Beteiligung am großen Ganzen und nichts anderes. Und es gibt da viele Leute, die sind so unterwegs, dass sie sagen, ja, das ist zwar alles unrecht und falsch, was da so abläuft und so weiter und so fort, aber wir werden das noch mit unserem Parteiensystem und was wir sonst noch alles haben, irgendwie hinbiegen und da wieder in ein positives Fahrwasser hineinkommen. Ich bin nicht dieser Ansicht, muss ich sagen, und das ist vielleicht ein bisschen zu radikal, das gebe ich zu, aber wir können so einen Freiheitsvogel hier durchaus gebrauchen. Was ist meine Ansicht, um das hier ganz kurz anzubringen? Ich glaube, dass die Sachen so verfahren sind und so komplex ineinander verschachtelt, dass wir in der Tat einen neuen demokratischen Reset brauchen, aber wirklich basishaft mit Institutionen, die wieder funktionieren und Dingen, die für und auf die Menschen ausgerichtet sind. Und das scheint ja zurzeit ganz und gar nicht anzustehen. Und es wird in Wahrheit, wenn man dabei die Sau nicht beleidigen würde, die gesenkte Sau von einem globalen Dorf ins nächste getrieben. Insofern brauchen wir definitiv die Hilfe des Erzengels Michael. Das muss ich ganz klar sagen. Wir werden diese Probleme nicht lösen können oder auch nicht zu einem Lösungsansatz führen können, wenn es uns nicht gelingt, die Kräfte von oben mit zu integrieren. Und das gelingt nur dann, wenn es möglich ist, eine positive Vision fürs große Ganze zu entwerfen. Und genau das ist natürlich unfassbar schwer, wenn von überall her
ein Geschrei kommt und eine Manipulation, dass es auf Altdeutsch gesagt eine Art hat. Aber wie gesagt, heute Venus im Trigon zu Uranus, Venus in der Jungfrau, Venus ist praktisch veranlagt. Es geht hier nicht ums Wolkenkuckucksheim, sondern es geht um praktische Verbesserungen, praktische Ideen, die durchaus zu einer Befreiung führen können. Und diese Befreiung, Uranus rückläufig im Stier, die kann auch ruhig in der Rückläufigkeit konservativ sein und sich auf alte Werte beziehen. Das sind nicht die schlechtesten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Markus Termin, astrologisches Stundenbuch. Wer schauen will, wo sich dieser kleine Freiheitsvogel, dieser Aspekt, den man sich aber auch wirklich aus diesen Spannungen herauspicken muss, um tatsächlich eine positive Sichtweise auf die Welt doch zu gewinnen. Wer sehen will, wie das in seinem eigenen Horoskop abläuft, bei mir geht es von Haus 1 zu Haus 6, weil ich habe ja dieses klassische Grundhoroskop mit Widder Aszendent, da fängt bei mir alles an. Möglicherweise bin ich auch deswegen Astrologe. Und wer also wissen will, wie das persönlich bei ihm aussieht, da oben die Mailadresse, unten die Bedingungen für eine Konsultation. Es sind auch halbe Stunden möglich oder kurze Konsultationen. Wir sind da alle völlig offen. Und das bringt schon was, mal zu sehen, wo ist denn diese Venus da jetzt gerade in meinem Haus unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören. Markus Termin, astrologisches Stundenbuch am 31. Oktober 2031.